Willkommen zurück zu Spin It Up. Über einen längeren Zeitraum von mehr Folgen tut es jetzt wieder ein bisschen schwer, wobei das eigentlich die Normalität ist. Also wir sind da halt ein bisschen zu verwöhnt von unserem Abstand. Aber wir hoffen, dass wir da jetzt irgendwann wieder rauskommen. Mit zum Beispiel einem 90er. Nice. Ein 6-fach 15er. Das ist natürlich sehr geil. Come on. Kick Race Pre hier gleich mal. Pot. Ah, ne, nicht mal. Genau, und dann können wir den River Hero callen. Nice. Sehr gut. Hier können wir wieder entweder 80 Chips einsammeln oder wir gehen Preflop All in mit Ace King. Ist auch gut. Der wird wahrscheinlich callen jetzt, das Tilt. Na gut, Ace 10 ist sowieso ein Call. Nice. Ich glaube, die Leute hier callen echt extrem viele Flop-C-Bets. Ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr Second Barrel. Jetzt werde ich auf jeden Fall den River betten. Er shippt den River, ist es doch unglaublich. Oh, so ein Open Race ist immer ein bisschen gefährlich, wenn gerade jemand so eine Hand verloren hat. Könnte sein, dass er dann ein bisschen weiter reshufft. Also der Typ. Das Heads-up sollte man eigentlich gewinnen. Nice Flop. Gute Karte. Eine 9 wäre sehr schlecht gewesen, aber eine 10 ist ganz okay. Und jetzt soll er halt teuer bezahlen für sein Draw. Vielleicht hat er auch einen Flop Flush oder so. Ein Flop Straight. Scheint aber nicht so. Fold. Nice. Jeder Chip ist da wichtig in dem 90er. Jetzt chippt er. Ja, komm. Wie kann man eigentlich 9... Na, muss ich gleich mal eine Note machen. Oh, wir sollten mal uns auch wieder einblenden. Ich blende jetzt eigentlich, übrigens immer, habe ich mich entschieden, immer mit Rakeback ein. Weil das Rakeback inzwischen schon ein gutes Stück ausmacht. Und uns auch immer bei unseren Entscheidungen helfen kann. Also, was wir als nächstes spielen und so, weil das gehört ja zu unserer Bankroll dazu. Das Rakeback.
Okay, jetzt geht hier S9 ein. Hoffen wir, dass wir es einfach so mitnehmen können. Das wären 90 Chips. 90 Chips. 90. 90 Chips sind jetzt ziemlich wertvoll. Komm an, die 9. Ach, scheiße. Das war ein richtig teurer Suckout. Das war ein richtig teurer und richtig wichtiger Suckout. Holy Ballsack, war das geil. Fold. Einfach nur folden. Je öfter du foldest, desto. Oh, das ist auch okay. Nice. Bam, 90er gewonnen. To the roof. Dem Fall machen wir zur Feier des Tages noch 15er auf. Was war mit ihm? Reship hat. Nur ein 30er, aber kein Problem. So schnell kann es gehen. Hätten wir die Hand halt verloren mit erst 9 King Ace Jack. Ja, also was wir auch hätten sollen, laut Wahrscheinlichkeit. Na, hätte es gleich ganz, ganz böse ausgesehen. Auch hier noch ein Split-Pot zusammengelackt. Eine 5? Ne, gut. Nice. Oh, was mache ich denn hier? Er hat doch geopen raised. Aber trotzdem gewinnen wir den Pot da. Nice. Unsere Flopping Skills gerade sind wieder unbeliebtlebal. Unbeliebtlebal. Jack Folds oder da tatsächlich auf dem Board? Wäre natürlich auch okay für uns mit Queen High, um einen Pot mitzunehmen. Der Stack-Pot-Ratio. Yes. Ups. Das wird schwer. Das wird schwer. Da können wir noch so viele Aces hitten am River. Okay, jetzt machen wir aber also nur ein 7er auf. Oh Mann, jetzt läuft's. Wie? Er hat kein Ace? Er hat der King High gehabt, oder? Queen High. Oh Scheiße, das wollte ich gar nicht. Los hier. Was? Er hat. Das Suckers are so real. Er tankt damit Ace Queen, aber das geschieht ihm recht, dass er da ausgesagt wird. Wie ich gerade zerstöre. Oh, 5-6 kann man machen. Ach, schade. Aber trotzdem, Spin Go 7er. Verschenkt Geld. Wir natürlich auch sein Open Race callen. Ich glaube, jetzt sind wir fast committed. Ja, wir sind committed. Ja, schöner Flop für uns. Also einigermaßen schöner Flop. Find noch ein Fold irgendwie. Ja, check, nein. Ah, das reicht nicht. Schade.
noch eins auf. Schon wieder ein 42er da oben, krass. Es gefällt mir gerade ziemlich gut. Ich schaff's irgendwie recht gut, den da runter zu grinden. Hoffe, dass wir da insgesamt zwei Bets oder so kriegen. Nice. Hätte er am River auch gecallt. Ich meine, er hat dann eigentlich nicht so viel Ace Zeugs. Müsste ich auch nicht unbedingt raisen, könnte ich auch einfach behind checken, out of position hier. Aber wir floppen ja wie ein Gott. Ich glaube, hier werde ich weiter betten, bet callen, weil ich denke, dass er keine 9 hat, die wird er wahrscheinlich shippen am Flop. Eine 6 kann sein, aber ist jetzt unlikely geworden durch den Turn. Und deswegen betten wir, und ich meine, wir haben ja eh noch Outs. Weiß nicht, was ich da gerade vorgehabt habe mit King 6. Kann ich nicht wirklich erklären. Glaube, hier call ich nochmal. Die 10, ja, er hat die 10. Shit. Merk schon wieder, wie ich ein bisschen unkonzentrierter werde. Zu viele Folgen am Stück aufgenommen. Ihr seht es ja immer anhand von Outfit und wenn ihr aufmerksam schaut, wie viele Folgen ich am Stück aufgenommen habe. Oben tue ich mir echt schwer gegen den, aber das liegt, glaube ich, einfach an den Flops und so. Hoffen, dass er keinen König hat. Jetzt Queen 10, Queen 10, Queen 10 irgendwo her. Schade. Okay. Hier mache ich jetzt aber auch kein neues mehr auf. Ich will mich auf die zwei noch konzentrieren. Und die sind eben vielleicht sogar recht schnell vorbei. Und dann würde ich da noch eins fertig klicken. Deswegen mache ich jetzt in der Folge keins mehr auf. Auch wenn es zeitlich vielleicht sogar noch gehen würde. Weil ich mag sowieso, wie meine Konzentration gerade auf Null ist irgendwie. Come on, das müssen wir hitten. Okay, wir floppen aber immer und immer wieder Pairs. Schöne Turnkarte für uns.
Nice. Seriously? Ach, Scheiße. Oh Mann, da habe ich es gerade verschenkt. Oh, meine Konzentration ist so weg. Ich habe die straight einfach nicht gesehen. Krass. Ich habe die fucking straight einfach nicht gesehen. Scheiße. Also die Straight-Möglichkeit. Ich meine, ich darf da am River nicht callen. Ich darf da am River nicht callen. Es war gerade Geld verschenkt, scheiße. Und oben bin ich auch noch lucky gewesen. Boah. Wie gesagt, überhaupt gerade, mein Kopf ist gerade komplett matsch. Das merke ich auch. Und da muss ich aufpassen. Hier die 3 hittet. Schade. Nimmt halt alles. Er raced gar nie, fällt mir gerade mal so auf. Ist das Ding sogar da? Wird dann auch nie 3 betten. Das fällt mir jetzt eben erst auf, dass er nur limmt. Krass, was ist denn das denn? Und er checkt es auch relativ oft down. Aber jetzt will ich am River nicht nochmal bluffen. Nach der vorigen Hand. Na gut, in dem Fall werde ich 100% Open Raisen. Okay, das muss unseres sein. Oh, der hätte ich glaube betten sollen. Lass mal ihn bluffen. Vielleicht kann er bluffen, ich weiß es nicht. Ah, es war auch eine One-Cut-Straight da. Nice, jetzt sind die Blinds nochmal hoch. Das ist ganz gut für uns. Limp. Und dann bitte keine bessere Hand. Scheiße. Aber nice. Nice. Sehr geil. Okay, noch das 42er oben drauf gewonnen. Puh. Eine lucky Folge. Das ist jetzt so eine Folge, wo wir einiges abseien werden, aber ich gar nicht damit zufrieden bin. Also mit der Folge selber. Ist jetzt aber so. Ist auch gar kein Problem. Aber ja, schauen wir mal, wie es aussieht. Oder hat sich das schon refreshed? Wir sind hier schon ziemlich ab. Wir sind bei. Ach, ich guck's einfach. Bei Tournaments. Ach, da ist einfacher. Sind bei $278. Plus. Das heißt, eine ganz, ganz gute Folge. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Folge, wo wir ziemlich viel gewonnen haben. Aber das ist jetzt, wäre jetzt ergebnisorientiert. Ich bin trotzdem überhaupt nicht zufrieden in der Folge, weil ich ein paar dumme Sachen gemacht habe und einfach nicht konzentriert genug war. Und da muss man sich halt ehrlich genug sein, das einzugestehen, weil das kann auch mal in einem Turnier passieren, dass man ein großes Turnier gewinnt, aber eigentlich am Ende noch Bullshit gespielt hat oder dass man richtig gut gespielt hat und aber ausscheidet und so. Man darf halt nicht zu sehr ergebnisorientiert denken. Und ja, ich glaube eben, dass ich das ganz gut kann. Also nicht nur ergebnisorientiert zu denken. Aber gut, da in dem Fall ist unser Bankroll jetzt wieder gut angestiegen und werden wir in der nächsten Folge wieder einen 15er mit reinnehmen. Danke fürs Zuschauen und falls ihr das noch nicht
noch nicht gemacht habt, subscribe doch bitte den Channel. Das wäre ziemlich cool. Wir wachsen echt von Folge zu Folge, das ist ziemlich cool. Und schaut auch mal in die anderen Projekte mit rein, also in die Non-Poker-related Projekte. Da geht es auch ziemlich heiß her, kann ich euch sagen. Vor allem zum Beispiel in Rocket League, was wir ziemlich zerstören. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.